Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4, die Arm-zu-Reich-Challenge. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, da muss mal jemand bipi. Oh, ich wollte Alter eigentlich ausschalten. Upsi, dupsi. Automatisches Altern, ja. Automatisches Altern für gespielte Sims. Nein. Das müsste es sein, oder? Ja. Die Post wurde heute zugestellt. Oh oh. Oh nein. 300 Simoleons Rechnung. Also ich würde erstmal sagen, wir verkaufen alles. Und wir hatten noch... Da haben wir einen Briefkasten. Rechnung bezahlen. Post bekommen. Und jetzt haben wir schon mal ein bisschen Geld. Und dann haben wir ganz, ganz schön Hunger. Wir haben aber noch von der Geburtstagsparty haben wir noch unsere Lunchpakete. Juhu, wir sind so clever. Und die stinken. Aber der noch nicht. Du kannst die Torte essen. Ach Mann, das ist schon verdorben. Was denn? Schwachsinn, was ist denn hier mit den Krokussen? Boah, sind die viel wert. Das ist ein bisschen unrealistisch. So, die Rechnungen sind so, das ist okay. Aber dann kriegen Sims, sie kriegen viel zu viel Lohn, viel zu viel Geld für alles. Und ich habe auch bei Sims 2 immer mit einem Mod gespielt, wo sie einfach bei den ganz normalen Sims 2 Karrieren immer nur die Hälfte bekommen haben von dem Gehalt. Damit es irgendwie so ein bisschen realistisch ist. Was machen wir denn heute? Krokusse verkaufen? Winterkleidung anziehen? Und ich finde, auch wenn Zu nicht viel Geld hat, es ist Zeit für einen Tisch und für ein bisschen Winterdekoration. Outfit ändern. Kalt. Sekunde. Oh. Macht des Schneidens. So eine Sekunde. Für mich ein Tag. Aber es war auch ein... ja. War wichtig. 12 Uhr. Was ist denn Weihnachten? Weihnachtsdeko und einen Tisch wollten wir ihr kaufen. Da war was. Oh, oh, oh. Warum funkt der hinten? Aber nur, weil er billig ist? Okay. So. Es ist Weihnachten. Ach ja. Ui, ui, ui. Aha, hübsch. VIP-Raum Deluxe. Klassische S-Ecke. Oh. Stilvoller Außenbereich. Traum aus Marmor. Terrasse der Verheißungen. Üppiges Wunderland. Kleine Quirulanten. Parklandschaft. Komplexe Hauskomplex. Und unergründliche Wünsche. Eine Bowlingbahn haben wir neu, ne? So. Objekte nach Zimmer. Oh, ich habe mich nicht verklickt. Juhu. So, was haben wir hier? Hier, hier. Und hier. Der erste hübsche. Warum? Da. Okay. Und ja, okay. Wow, ist der hässlich! Machen wir. Machen wir so. Und dann. Nein. Oh. Okay, das war natürlich volle Absicht. Objekte filtern. Stile. Shootgun. Insel, Garten. Boho, Todo. Ich würde gerne haben. Pax. Weihnachtsdekoration hätte ich gerne. Weihnachtsdekoration. Weihnacht. Weihnachten. In Audio. Nein, in alle. Alle Anzeigen. Weihnachten in alle. Geht das nicht? Weihnachten. Suchen. Hey, bin ich doof? Weihnachten in alle. Fass mich doch an die Füße! Ich werde schon irgendwie Weihnachtsfest. Karl, gibt's nicht die Festtagsdeko? Gibt es das nicht irgendwo? Feiertage, da, dankeschön. So.
Flipflops. Nein, keine Flipflops. Nein, nein. Joa, warum nicht? Ich auch. Und sowas hier. Babyshower. So ein bisschen Weihnachtsstimmung. Das finde ich ja hässlich mit den Flipflops. Es gibt doch eigentlich noch mehr Weihnachts... Naja. Ist mir ja jetzt auch egal. Die Madame hat eh nur noch 123 Simoleons. 15 Kunstwerke besitzen. Dann darfst du dein eigenes Kunstwerk malen. Wegwerfen deinen Müll. Oh, oh, ist hier was kaputt? Nein, hier ist nur einfach ein... Oh doch, nein! Reparieren. Auffischen. Leuchtet da was? Nein, das ist nur das Licht. Gänseblümchenstrauß. Oh, ein Meisterwerk haben wir fertiggestellt. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Hängen wir natürlich auf. Wir besitzen jetzt noch ganze 23 Simoleons. Leinwandrahmen und 4 von 15 Kunstwerken. Wenn sich das nicht gelohnt hat. So, was machen wir denn dann? Es ist Winter. Es ist kalt draußen. Es ist gefroren. Kann sie trotzdem angeln? Nein, sie kann nicht angeln. Wovon sollen wir denn dann leben? Graben ist bei so extremer Kälte nicht möglich. Graben. Geschicklichkeitslevel 2. Finde ich gut. Finde ich gut. Graben. Graben. Mal gucken, was wir hier so Schönes finden. Ne Katze? Wegwerfen. Vögel, Vögel. Straße, Gullis, Häuschen. Im Borg. Ach, guck mal hier. Graben, graben, graben. Graben. Ach, jetzt ist ihre Warteschlange voll. Dann spulen wir einfach vor. Zwei gewöhnliche Tuningteile. Ein Kalkstein hat sie gefunden. Tuningteile. Graben. Graben. So viel zu graben. Und sie ist Hunger. Eine Elritze. Ich verstehe nicht, wie man beim Graben einen Fisch finden kann. Das verstehe ich nicht. Hä? Warum machst du das nicht, was ich möchte, Spiel? Wo bist du? Su? 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 Ja. Su, mach, was ich von dir will. Warum hast du eigentlich keine Winterkladüsen an? Es ist kalt. Winter. So, hör auf. Du sollst hier graben und hier graben. Und hier. Graben. Was ist mit deinem Oberteil passiert? Was ist mit deinem Oberteil passiert? Das ist ja jetzt noch schlimmer. Ist der Pullover weg? Kalkstein. Gewöhnliche Tuningteile. Schräger Späße Humor Festival. Sieht schön warm aus, suchen. Kalkstein. Jetzt zieh dich um. Warum musst du dafür irgendwo hinlaufen? Was tust du da? Hier hingehen. Jetzt hast du Winterkleidung an. Gejogg, gejogg, jogg, jogg. Ich jogg so schön, ich jogg so schön. Ich mach schöne Musik, lalali. Tralala, hier hingehen. Und jetzt kannst du bitte graben, Sue. Okay? Graben. Mehr möchte ich von dir jetzt gerade nicht. Du sollst nur graben. Im Schnee. Weil ich es so schön finde. Und weil wir Geld brauchen. Mit unseren 23 Simoleons. Noch ein Fisch. Ja, natürlich. Why not? Ne? Was mache ich denn da? Jetzt stinkt sie auch noch. Toll! Warum stinkst du, Sue? So. Graben, graben, graben. Noch ein Kalkstein. Muss man aufbrechen, ne?
Ja. Einen schaffen wir noch. So hungrig bist du gar nicht. Und stinken, wir haben gerade eh keinen, mit dem uns unterhalten. Jay, nein, wie ich sagte, wir haben eh gerade keinen, mit dem uns unterhalten. Mach's nicht kaputt, Jay. Mach es nicht kaputt. Haben wir alles? Okay. Dann darfst du duschen. Ich bin heute ganz großzügig. Und dann darfst du öffnen. Oh, wir haben noch Wasser. Und ein Gericht nehmen. Und dann bekommen wir den Fisch. Für 12 Simoleons öffnen. Und Fossilien werden extrahiert. Jetzt haben wir dann prähistorischer Stein, ein versteinertes Ei, Euter und ein lächerlich winziges T-Rex-Ärmchen. So. Für 70 Simoleons, 85 Simoleons, 45 Simoleons und 15 Simoleons geht das hier über den Tisch. Und die Tuning-Teile, die können wir gebrauchen. Damit können wir nämlich unsere Sachen verbessern, auch wenn sie billig sind. Haben wir eigentlich Freundinnen? Soziale Gruppen. Ich finde, sie könnte... Ach, wir sind in den coolsten. Wann war ich das denn? Wann war ich das? War ich anscheinend. Waren eigentlich jede Gruppe die coolsten? Ja, natürlich möchte ich mit dir mit. Aber erst muss ich essen. Und dann gehe ich mit dir mit. Dann ist sie in der Gruppe? Nein. Ich habe gerade gelesen, ausgewachsene Erwachsene. Guten Morgen, Welt. Ich habe so viel Gutes über die Geschichten der sieben Türen gehört, aber ich finde nicht, dass das Stück all dem Hype gerecht wird. Es hat mir gefallen, aber vielleicht hätte ich meine Erwartungen nicht so hoch stecken sollen. So, dann gehen wir pieseln. Was haben wir hier? Tipp. Öffnen. Es ist halt Winter, ne? Es ist halt ein bisschen Travel. 60. Das ist halt die Box mehr wert. Das hätten sie ein bisschen anders machen sollen. Finde ich nicht so gut. Kräuterheilmittelbraun. Holunder und Glühwürmchen. Hausmannskost. Futterrezept kochen. Muss jetzt nicht sein unbedingt. Fest mal backen. Oh, vielleicht so eine Backtante. Ich brauche noch eine Backtante. Hat die Backfähigkeit erworben. Und dann kann sie noch was backen. Und dann kann sie noch ein Spiel spülen. Sims Forever. Und putzen müssen wir auch noch. So, säubern. Aber erst wird das Spaß besser gemacht. Und dann geht's ins Bett, ne? Die Blase drückt, die Blase drückt. Dann geh Pipi machen, meine Liebe. Los. Lauf. Oh, ich muss so tolle Pipi machen. Und Hunger hast du auch, ne? Und dann dürfen wir alles verkaufen. Blüht zum Glück auch im Winter. Hier auch. Blüht zum Glück auch im Winter, die Simsfrucht. Ah, warum blüht so viel? Also warum haben wir so viel? Schön ist es nicht, dass ich mich beschweren möchte. Wütend, wegen gekratzte. Ja, was möchtest du? Ein Objekt im Wert von 500 Simoleons kaufen. Das finde ich ein guter Wunsch. Einen Hund kennenlernen und jemanden umarmen. Du könntest einmal eine glückliche SMS schicken, weil ihr euch nicht so gerne mögt. Schick mal an alle Menschen so eine glückliche SMS. Glückliche SMS. Ich ziehe aber nicht los und amüsiere mich. Oder? 400 Simoleons. Davon können wir nochmal ein kleines Pop-Art-Gemälde können wir bauen. Nur einer möchte das mit uns machen. Mögen die anderen uns nicht. Aber ihr Spaß singt schon wieder. Su. Dann müssen wir Spiele spielen. So, Sim Clinch. Das klingt gut. So. Rahmen, ne? Perfekte. Was ist das denn für ein Spiel? Ach, Sim City ist das. Warum nennst du es denn nicht SimCity? Spielt sie doch SimCity, Sims Clinch. Biblock ist Tetris, ne? Sportspaß ist bestimmt FIFA. Damit kenne ich mich nicht so aus. Ach, guck mal, sie hat ihn gar nicht verkauft. So.
nicht draußen in den Garten stellen. Ich hätte das Mikrofon mal in ihren Inventar getan, weil ich gerade irgendwie so nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Verkauf die Krokusse, die sind voll viel wert. Und dann muss ich die Sims Rot verkaufen. Alles verkaufen, liebe Sue. Hör auf zu spielen. Jay, juhu. Sanft küssen. Jay, sit down. Unglaubliche Geschichte erzählen, okay. Unglaubliche Geschichte erzählen. Lustig. Insiderwitz. Da. Unglaubliche Geschichte erzählen. Freundlich zu Jay sein. Das sollten wir schaffen, oder? Klar, Edward. Du bist ein Dinosaurier, weißt du? Du, Dino, du, Fledermaus, du. Und dann kaboom! Und so sind die ausgestorben. Ach, guck mal. Sie erzählt ihm gerade, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Oh, zwei Wünsche auf einem Streich. Jemanden einen verrückten Plan vorschlagen. Wo haben wir denn einen verrückten Plan? Einen Muskeln zeigen. Verrückten Plan vorschlagen. Und knuddeln. Gleich erstmal festpinnen. Erschrecken, beste Freunde werden. Romantisch. Schneemisi knuddeln. So, angespannt. Warum bist du angespannt, Maus? Was brauchst du denn? Was brauchst du? Kratzer reparieren. Jakula Bruvi. Toilettenstreich. Nein, 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 nein. Wange küssen. Tag verschönern. Tag verschönern, weil ich gerade nicht weiß, worauf. Neuen Sims kennenlernen und eine Gruppenversammlung einberufen. Wo treffen wir uns denn? Okay. Oh, wir haben schon voll viele Punkte. Apropos Punkte, wie sieht es denn aus? In deinem Belohnungsstore 1800. Merkmale. Frühaufsteherin, Nachteule, Sturmjägerin, kostengießere Dienste, marktauglich. Hitzefest. Irgendwie nicht so viele. Und dann könnt ihr beide ein bisschen techtelmechteln. Baby machen in der Dusche können sie? Realistisches Gemälde. Und dann darfst du malen. Oh, wiu, wiu. Wie süßen. Dann wird gemalt. Sie malt eine Birne. Ich wollte gerade sagen Le Beau, aber ich glaube nicht, dass Le Beau in irgendeiner Sprache irgendwas bedeutet. Leinwandrahmen. Und dann machen wir ein impressionistisches Gemälde. Auch wenn ich Impressionismus nicht so mag. Ich mag Pops. Pop Art mag ich gerne. Ich mag die realistischen Gemälde. Ich mag die Landschaftsgemälde. Doch impressionistisch mag ich. Das mag ich denn nicht. Was gibt irgendwas, die mag ich nicht so gerne. Vielleicht ist es ja doch impressionistisch. Leinwandrahmen. Was gibt es denn hier noch? Realistisch, abstrakt. Abstrakt mag ich auch nicht so gern. Figurengemälde. Surrealistisch. Das mag ich nicht. Nicht so gern. Nicht bei jedem Bild mag ich es nicht. Und ich mag auch nicht Kunst, die traurig, ja. Was man halt so braucht, ne? Das ist selbstsicher, würde ich tippen. Ja. Und dann können wir eigentlich nochmal backen. Nochmal die Zuckerkekse. Wir haben noch welche, aber ich möchte gerne, dass du aufsteigst. War da gerade wer zu Besuch? Ich bin nur so beschränkt auf unsere wunderschöne Hütte und unsere wunderschöne Kunstgalerie. Wir haben die beste Kunstgalerie der ganzen Welt. 14.000 von 50.000. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Mucki, hängst du? Bist du festgepackt? Hallo? Sue? 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 Sue backt. Sue, beweg dich. Hier, Telefon. Nein. Sue, steh auf. Sitzen. Okay, ich versuche mal hier zuzuretten und ich würde aber sagen, sonst beenden wir die Folge einfach hier an dieser Stelle. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn das heißt Let's Play die Arm zurecht Challenge. Tschüss.